Ja, vielen lieben Dank. Ist natürlich immer schön, wenn man mit so einem positiven Thema einsteigen kann. Bahnverspätung, Bahn kommt nicht, fällt aus, ist natürlich etwas, was wir alle schätzen und lieben und uns täglich darauf freuen, das erleben zu dürfen. Wie kommen wir nun eigentlich dazu, uns mit dem Thema, ach so, ja, mit dem, na, wieso? Ist kein Problem. Mit dem Thema WhatsApp zu beschäftigen oder mit dem Thema Störungskommunikation zu beschäftigen. Das Ganze rührt einfach daher, dass natürlich, eben wie unsere liebe Kollegin das gerade mitgeteilt hat, dass das einfach immer die eine Situation ist, die jeden ÖPNV-Nutzer massiv stört und massiv nervt. Und was sich herausgestellt hat oder was relativ eindeutig wird, wenn man sich mal die Situation eines Bahnfahrers oder Busfahrers anschaut. Klar, es ist ärgerlich, wenn ein Fahrzeug nicht kommt oder wenn es verspätet kommt. Ärgerlicher ist es aber, wenn ich es nicht weiß und mich darauf nicht einstellen kann. Wenn ich das weiß, wenn ich irgendwie eine Info darüber habe, dann ist das ganz hilfreich. Deswegen ist die Störungskommunikation für uns ein ganz wichtiges Mittel, um zufriedene Nutzer zu generieren. Auf dem Weg, unsere Kunden, unsere Fahrgäste glücklich zu machen, ist es so, dass wir uns seit unserer Strategieanpassung, die viel mit der digitalen Transformation zu tun hat, sehr stark überlegen, was bedeutet eigentlich digitales Kundenerlebnis? Das heißt, was heißt es eigentlich, dass ihr und alle da draußen mit verschiedenen Digital Devices unterwegs sind, eigentlich den ganzen Tagesablauf, die gesamte Mobilität darüber planen? Das heißt für uns natürlich auch als Mobilitätsanbieter, wir müssen alle Services, die wir uns überlegen und die vor, während und nach der Fahrt für euch relevant sein könnten oder sind, auch ganz klar aus eurer Perspektive planen und umsetzen. Und somit kommt es auch zu solchen Themen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so stark nach U-Bahn und Bus klingen wie WLAN. Könnte man sich fragen, warum muss ein ÖPNV-Anbieter sich mit sowas auseinandersetzen? Ganz einfach, weil wir wissen, dass Menschen, die beispielsweise sich Tickets kaufen, Menschen, die Fahrplanauskünfte generieren oder ähnliches, dass es denen doch durchaus helfen kann, wenn sie eine schnelle Internetverbindung haben, beziehungsweise möchten einfach auch vor und nach der Fahrt Services nutzen, die wir ihnen darüber schnell zur Verfügung stellen können. Daher ist das für uns ein Thema, dem wir uns angenommen haben. Und eben auch verschiedene andere Services, die wie gesagt gar nicht so Kerngeschäft Hochbahn sind, aber trotzdem eine ganz große Relevanz haben für unsere Zielgruppe, für unsere Kunden. Beispielsweise USB-Buchsen, habt ihr vielleicht schon gesehen, haben wir in den neuen Zügen, in den Zügen, durch die man durchlaufen kann, zwischen den Sitzen jeweils USB-Stecker. Wir haben Echtzeitdaten in der App. Und ja, die funktionieren mal besser, mal weniger. Das hängt einfach damit zusammen, dass die eben auch über GeoFox-Daten, GPS übertragen werden. Und wir sitzen an einem Thema, das die leidliche Suche nach dem richtigen Ticket und nach dem günstigen Ticket vereinfachen soll. Thema Check-in, Be-out. Das sind alles Services, die wir eben aus der Kundenperspektive heraus entwickeln und die wir jetzt anstreben, um dort einfach ein bisschen, also noch näher und noch komfortabler das Ganze für unsere Kunden zu machen. Jetzt kommen wir zu dem netten Thema, was tun, wenn es klemmt. Also, da geht es eben tatsächlich für uns primär darum, einmal zu eruieren, welche Informationen sind für einen Fahrgast eigentlich wirklich relevant? Wollt ihr wirklich wissen, welcher Bus gerade eine minütliche Verspätung hat? Wollt ihr wirklich wissen, welche Bahn gerade ausgefallen ist, wenn sie doch trotzdem im 5-Minuten-Takt fährt? Das heißt, ihr kriegt es gar nicht mit. Nicht jeder von euch guckt ja total akribisch immer auf den Fahrplan und checkt minutiös, ob die Bahn jetzt irgendwie richtig gefahren ist oder nicht. Euch geht es ja in erster Linie darum, dass ihr pünktlich zum nächsten Termin kommt. So, und viele von euch werden vermutlich nicht auf die letzte Minute losfahren, da ihr alle vorbildliche und pünktliche Menschen seid. Aber für uns ist es einfach eben wichtig, das nur um das deutlich zu machen, zu eruieren, welche Informationen sind ab wann für den Fahrgast relevant. Das hängt vom Fahrzeug ab, das hängt vom Verkehrsmittel ab. Wie gesagt, bei den Bussen, die vielleicht im 5-Minuten-Takt unterwegs sind auf gewissen Strecken, ist es nicht relevant zu wissen, hat er jetzt der nächste Bus 2 Minuten Verspätung, muss ich das jetzt über sämtliche Kanäle rausblasen, die wir haben? Nee, muss ich nicht. Aber wenn die U1 morgens im Berufsverkehr auf der halben Strecke ausfällt und Ersatzverkehr angefordert wird, der so seine Schwierigkeiten hat, durchzukommen bei Schneegestöber, glatten Straßen und ängstlichen Autofahrern, ist natürlich vielleicht eine Information nicht so verkehrt und dann gerne auch breit und über alle Kanäle.
Alle Kanäle heißt für uns, wir haben gestaffelt nach verschiedenen Kriterien eben verschiedene Mittel, die wir nutzen. Die elektronischen Anzeigen, die sind noch so richtig schön oldschool, aber die tun ihren Zweck sehr gut. Das sind die Anzeigen, die ihr an den Haltestellen kennt, beziehungsweise die etwas moderneren an den Bushaltestellen, die wir dort haben. Dort liegen Automatismen hinter, das heißt, unser System, was dahinter verknüpft ist, erkennt, wann sollte das Fahrzeug laut Fahrplan hier sein. Dann wird das Ganze an verschiedenen Kontrollpunkten quasi gemessen. Und wenn sich daraus eine Differenz ergibt, wird die automatisch angezeigt. Das heißt, dann steht automatisch, die Bahn ist verspätet oder die Bahn ist irgendwie um so und so viele Minuten verspätet. Wird diese Diskrepanz zu hoch, ist es so, dass manuell eingegriffen wird und gesagt wird, okay, verspätet um so und so viel oder auch mal eine Uhrzeit dran steht oder ähnliches. Das heißt eben, dass dieser Mix aus automatischen und manuellen Betrieb oder Bedienung natürlich eben einfach unterschiedliche Anzeigen ermöglicht und aber auch unterschiedliche Informationen ja dem Fahrgast gibt. Das zweite ist das Thema Durchsagen. Das ist natürlich etwas, was für einen Fahrgast immer total hilfreich ist, weil man vielleicht irgendwie gerade erst ankommt und gar nicht genau schaut und weiß, wo ist jetzt gerade wie eine Störung, worauf kann ich mich jetzt umlenken. Da sind Durchsagen eben ganz hilfreich. Die werden tatsächlich von unseren Kollegen, die oben an der Leitstelle sitzen, gemacht. Es gibt auch dort automatische Ansagen, die geschaltet werden können, aber in einem großen Störungsfall machen also die Kollegen dort oben selber eben die Durchsagen an den Haltestellen und zwar nicht nur an den Betroffenen, sondern eben überlegen sich auch, von wo könnten jetzt Leute kommen, was gibt es für Knotenpunkte, für Umstiegspunkte, um dort eben vernünftig zu informieren. Dann haben wir die HVV-App, die eben, gerade sage ich mal, für jeden, der ein Smartphone hat, also für jeden ein ganz nettes Mittel ist, um via Echtzeit und via Verbindungsmöglichkeiten einfach zu sehen, gibt es da gerade eine Verspätung, gibt es gerade eine Störung. Dort werden größere Störungen auch eingespeist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir merken, und mit mir, wir meine ich die Unternehmenskommunikation, wir merken, dass das Thema Social Media in der Störungskommunikation durchaus eine Rolle spielt. Das heißt, wir haben beispielsweise ja eine Fanpage, eine Facebook-Seite, die bei rund 70.000 Fans liegt. Und die Fans, die wir dort erreichen, die Hochbahnfreunde, Fahrgäste, die informieren wir auch über Störungen. Allerdings, und da erzähle ich euch auch nichts Neues, aufgrund des Algorithmus macht es dort wenig Sinn, irgendwie aktuelle Störungen rauszugeben. Wenn ich da jetzt rausgebe, U1 gerade zwischen Großhansdorf und XYZ fährt nicht, dann wird das einem Fahrgast unter Umständen eine Stunde später oder drei Stunden später in die Timeline gespült, ist für den dann so bedingt hilfreich. Ne? Daher nutzen wir dieses Mittel oder diesen Kanal auch nur um geplante Störungen, also geplante Betriebsunterbrechung. Geplante Störung klingt immer ein bisschen Banane, wir planen ja nicht, euch zu stören. Aber geplante Betriebsunterbrechung, beispielsweise im Zuge von Bauarbeiten oder ähnlichen, kündigen wir dort an, damit unsere Kunden sich schon mal so ein bisschen darauf einstellen können, dass sie vielleicht länger unterwegs sind. Der zweite Kanal, den wir sehr intensiv nutzen und wo wir jetzt mittlerweile bei fast 75.000 Followern auch liegen, ist tatsächlich Twitter. Und Twitter nutzen wir intensiv, um wirklich kurzfristige Störungen, langfristige Störungen, ungeplante Unterbrechungen dort zu kommunizieren. Aber auch da überlegen wir uns natürlich genau, wann macht welche Info Sinn. Denn nicht immer ist jede Unterbrechung für alle 75.000 Menschen, die diesem Kanal folgen, relevant. Das heißt, auch da überlegen wir natürlich, wenn wir in der Leitstelle einen Kontakt zu unseren Kollegen haben, die sagen, Weiche 36 ist gerade wieder ein bisschen zittrig unterwegs, aber wir wissen, Weiche 36, die schütteln wir einmal links, einmal rechts, dann läuft der Hase wieder, brauchen wir natürlich keine Meldung rausgeben, wenn das Ganze sich nach 2 Minuten wieder erledigt hat. Verspätungsinformationen im Sinne von die und die U-Bahn hat jetzt 10 Minuten Verspätung, geben wir darüber nicht raus, weil dafür gibt es Echtzeitdaten. Also ihr seht, das Ganze ist so ein bisschen orchestriert, dass wir einfach schauen, welchen Kanal nutzen wir wie. Das Ganze kann man immer noch besser machen. Es gibt bestimmt immer einen Fahrgast da draußen, der sagt, boah, die Info wäre jetzt für mich lebensnotwendig gewesen, aber es kommt einfach immer so ein bisschen darauf an, das Maß der Dinge dazu halten. Genau. Damit stellt sich die große Frage, wir haben jetzt ja schon wahnsinnig viele Kanäle. Warum überhaupt, oder es stellte sich uns die Frage im letzten Jahr, warum überhaupt noch was anderes machen? Sind wir nicht eigentlich schon richtig gut aufgestellt? Ist nicht eigentlich schon alles im Lack? Oder anders gefragt, welche zusätzlichen Services, wiederum aus der Sicht des digitalen Kundenerlebnisses,
könnten einen echten Mehrwert wirklich darstellen? Was hat wirklich nochmal eine andere Ebene oder einen anderen Zusatznutzen, einen anderen Faktor? Und da kommt man relativ schnell auf das Thema Push-Benachrichtigung und Individualisierung. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, möchte ich vielleicht unter Umständen gar nicht in der App nachschauen, wann, wie, wo die nächste Verbindung für mich passend da ist. Wenn ich jeden Tag mit der U1 unterwegs bin, jeden Tag mit der U3 unterwegs bin, kenne ich den Fahrplan ungefähr. Das heißt, da ist für mich natürlich nicht spannend, jeden Morgen zu gucken, oh Gott, kommt jetzt die U3 oder ist da irgendwie was los? Dann ist es natürlich hilfreich zu wissen, ich kann für meine U-Bahn-Linie, für meinen Bus eine individuelle Information per Push-Benachrichtigung bekommen und bin somit ideal gewappnet, um mich von A nach B zu bewegen. Und damit kommen wir zu dem alles prägenden Thema WhatsApp. Genau, und zwar würde ich als erstes gerne von euch wissen, wer von euch nutzt denn WhatsApp? Einmal am Hand hoch. Okay, und wer nutzt Telegram? Ja, sind schon deutlich weniger. Und Threema? Okay, also Telegram und Threema ist relativ ausgeglichen. Also wir haben uns erstmal die Zahlen natürlich angeguckt und es sind weniger in Deutschland als jetzt gerade hier im Raum, was wahrscheinlich an der Veranstaltung liegt. 69% der Deutschen nutzen Messenger-Dienste und 63% davon nutzen WhatsApp. Und dann haben wir gesagt, naja gut, also dann ist es das Medium, wo wir hin müssen. Wir müssen halt sofort, so schnell wie möglich, wenn wir Störungen haben, aufs Handy und euch eben informieren können. Und haben gesagt, okay, das nutzen wir doch. Und deswegen haben wir gesagt, okay, zusätzlich zu den Sachen, die Conny eben erzählt hatte, gucken wir, dass wir eben Push-Benachrichtigungen via WhatsApp machen. Dann haben wir überlegt, okay, wie können wir dann anfangen? Was sind die relevantesten Sachen für euch? Wir haben erst überlegt, ob wir mit den Busstörungen anfangen. Da haben wir relativ schnell gemerkt, das ist das gleiche Thema, was Conny auch eben schon gesagt hat. Das ist teilweise für euch gar nicht relevant, wenn der Bus mal eine Minute Verspätung hat. Okay, wenn man hinterherrennen muss, schon. Aber in der Regel interessiert euch das nicht so wahnsinnig doll, dass ihr dann jedes Mal eine WhatsApp bekommen wollt. Also das ist relativ schwierig, den Grad zu finden, von wann wollt ihr benachrichtigt werden und wann nicht. Deswegen hatten wir es bei den U-Bahnen leichter und haben dann auch gesagt, okay, dann fangen wir mit den U-Bahnen an, weil da haben wir eben schon Twitter. Und wie Conny gerade schon erzählt hat, filtern wir das schon enorm, indem wir das eben händisch machen und alle U-Bahn-Störungen uns da vorher angucken und das dann einmal twittern. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir das da haben, das müssen wir irgendwie nutzen können. Und haben gesagt, okay, wir fangen erstmal mit den U-Bahn-Störungen an, weil die auch eben am relevantesten sind. Wir hatten aber das Problem, Manpower, wie fast in jedem Unternehmen, wollten wir irgendwas hinbekommen, sodass wir aber nicht eine zusätzliche Person hinsetzen müssen, die dann einmal die Twitter-Nachricht nochmal abschreiben muss. Und so haben wir dann gesagt, okay, wir nutzen die Twitter-Nachrichten, lassen uns von unseren Entwicklern was basteln, sodass wir die Twitter-Nachrichten direkt filtern können nach U-Bahn-Linie und euch die zu jeder U-Bahn-Linie, also U1 bis U4, entsprechend per WhatsApp aufs Handy ausspielen können. Obwohl sich gerade relativ wenig bei Telegram gemeldet haben, haben wir uns entschieden, Telegram mitzumachen. Denn für uns ist das wichtig, WhatsApp ist ja teilweise datenschutzmäßig ein kleines bisschen verrufen. Und deswegen haben wir gesagt, nee, also für uns ist es wichtig, wenn wir das anbieten, dann wollen wir auch eine Breite anbieten und haben eben gesagt, okay, dann bieten wir auch Telegram an. Threema haben wir auch überlegt, aber das ist tatsächlich exorbitant teuer und deswegen haben wir gesagt, okay, dann lassen wir da erstmal die Finger von. Genau, wir haben sind deswegen erstmal mit einer Beta-Version gestartet, und zwar im Juli letzten Jahres. Und damit das Ganze funktioniert, haben wir das an den Dienstleister gekoppelt. Das ist für WhatsApp total wichtig, denn sonst wird man relativ schnell als Spam eingestuft. Bei uns ist halt das Problem, wir können nicht sagen, wie viele Meldungen kommen. Wenn wir einen Sturm haben oder jetzt so ein Wetter wie heute haben, dann kommen natürlich mehr Meldungen, als wenn irgendwie ein toller Sonnenscheintag ist und nichts los ist. Aber wir können das halt überhaupt nicht steuern. Und bei WhatsApp ist es so, dass wenn man an viele Leute die gleiche Nachricht oder beziehungsweise mehrere Nachrichten schnell hintereinander schickt, dann wird man relativ schnell als Spam eingestuft. Und daher haben wir gesagt, okay, wir kriegen das nur mit einem Dienstleister hin, mal abgesehen davon, dass es echt eine große Masse ist an Nutzern, die wir dann bewältigen müssen und uns natürlich auch die Zahlen im Backend eben interessieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen das mit einem Dienstleister zusammen.
Als nächstes würde ich euch gerne einmal erzählen, was wir denn so für Probleme hatten am Anfang. Denn natürlich, also wir haben ja gesagt, das ist eine Beta-Phase, aber natürlich läuft sowas immer nicht ganz reibungslos und ohne Probleme. Also leider ist durch diese Dienstleistergeschichte die Anmeldung halt sehr kompliziert. Also man kann sich über hochbahn.de/WhatsApp, ich zeige nachher auch nochmal, wie es funktioniert, sich anmelden und dann kann man eine Nachricht schreiben mit Start. Das Problem ist, man muss anschließend uns als Kontakt einspeichern. Also man braucht sozusagen diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und das ist das Schwierige, weil leider kriegen das einfach ganz viele nicht hin oder vergessen das. Das kennt man ja selbst von sich, einmal schnell, zack, zack, und dann hat man es vergessen. So, ich muss einmal einen Schluck trinken. Genau. Aber es geht halt im Moment nicht anders. Also wir haben auch mit unterschiedlichen Dienstleistern gesprochen, aber Stand heute haben wir da keine andere Möglichkeit gefunden. Wir haben uns außerdem, ich hatte ja das Manpower-Thema schon angesprochen, wir haben uns außerdem dafür entschieden, dass wir das als One-Way-Kommunikation machen, dass wir sagen, okay, wir nehmen den Tweet und geben den automatisch weiter, aber dann auch, wir antworten eben nicht. Also wir können das nicht schaffen, allen im ersten Step zu antworten, sondern wir müssen es erstmal als Benachrichtigung rausgeben. Wir haben am Anfang überlegt, ob das funktioniert. Es gibt ja diverse Anbieter, die das genauso machen und haben dann gesagt, okay, nee, wir machen es auch so. Und tatsächlich zeigt sich auch anhand der Reaktion, die Leute verstehen das, wir schreiben das auch nochmal in unserer Startmeldung, dass wir nicht antworten und wir kriegen da auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Anfragen. Wir hatten gerade, wenn man die Hochbahn abonniert hat und wenn es irgendwie blödes Wetter ist, man viele Meldungen bekommt, dann schreibt man natürlich seinen Freunden, hey, ich habe den Service genutzt, der ist ganz gut, was wir natürlich hoffen, und schickt die Nummer mit. Das Problem ist, wir haben tatsächlich relativ viele Probleme mit Nummern gehabt, die weitergegeben worden sind. Und dadurch ist es so gewesen, dass manche Nummern als Spam eingestuft worden sind. Und wir haben tatsächlich schon mehrfach Nummern gehabt, die bei uns gesperrt worden sind oder wo einfach Nutzer keine Nachricht mehr bekommen haben. Deswegen hatten wir, also es gibt im Grunde, was wir so an Recherche rausgefunden haben, gibt es zwei große Dienstleister und wir hatten uns am Anfang für einen entschieden und haben dann festgestellt, wir geraten hier irgendwie durch, also beide haben viele Vor- und Nachteile, aber wir hatten mit dem alten Anbieter echt den Nachteil, dass wir da relativ oft als Spam eingestuft wurden, durch eben diese vielen Nachrichten. Und deswegen mussten wir eben einmal wechseln, was für uns echt heftig war, weil wir ein Drittel der Abonnenten verloren haben. Als nächstes würde ich euch noch mal ein bisschen erzählen, so ein paar Insights und eben wie es in der Zukunft aussehen könnte. Und zwar zu den Nutzerzahlen. Ich habe eben gesagt, wir haben ein Drittel verloren durch den Anbieterwechsel, was für uns natürlich heftig war. Wir haben jetzt ungefähr knapp 30.000 Hamburger, die das nutzen, sind auch noch relativ wenig in die Bewerbung gegangen. Also wenn wir da jetzt ein bisschen die Werbetrommel rühren, dann hoffen wir, dass noch ein bisschen mehr wird. Das Thema One-Way. Überlegen wir, da wir sehen, es gibt einen Bedarf, also obwohl wir es wie gesagt kommunizieren und nicht so viel dann kommt, gibt es immer mal wieder Bedarf, dass da irgendwie eine Frage kommt. Also wir kriegen wirklich Sachen von irgendwie, hallo, bist du auch heute Abend bei der Party, bis fährt die U1 noch oder irgendwelche Wüstenbeschimpfungen. Von daher, ja, ich hatte erst überlegt, ob ich so ein Best-of mit reinnehmen soll. Von daher gibt es schon Bedarf und natürlich überlegen wir, wie wir das irgendwie vielleicht doch hinbekommen können, dass wir da auch antworten können. Das schaffen wir aber tatsächlich nicht mit Manpower, also da bräuchten wir definitiv irgendwie KI und ein Chatbot dahinter. Genau, das Thema Bus, klar, wer in Hamburg unterwegs ist, fährt auch viel Bus wahrscheinlich. Oder wir hören auch von ganz vielen Kunden, dass sie gerne eben über Busverspätungen informiert werden wollen. Das ist natürlich relativ komplex, da wir eben 110 Buslinien in Hamburg haben und wir wollen natürlich jedem ein Individualpaket anbieten. Also ich möchte keinen, ich habe ja schon gesagt, der Anmeldeprozess ist relativ schwierig, ich möchte keinen 110 Mal durch den Anmeldeprozess jagen, wenn er alle Linien abonnieren will oder auch nicht 109 Mal. Und deswegen überlegen wir gerade, wie man das im Hintergrund machen kann, dass man eben mehrere Wunschlinien gleichzeitig abonnieren kann und da auch wieder wechseln kann. Das ist allerdings, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, ein bisschen komplizierter als für 4 U-Bahn-Linien. WhatsApp-Business ist immer wieder ein Thema. Ich glaube, Fragen kommen gleich ganz zum Schluss. WhatsApp-Business ist immer wieder ein Thema.
Da ist es aber so, dass wenn man sich da einen Moment mit befasst, dann sieht man relativ schnell, dass es ein super spannendes Thema ist für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber für uns mit so vielen Abonnenten kommt das halt derzeit nicht in Frage. Wir müssen halt warten, bis es WhatsApp Enterprise in Europa gibt, beziehungsweise in Deutschland. Genau, ich wollte euch ja noch einmal die Anmeldung zeigen. Also die Anmeldung funktioniert relativ unkompliziert, wenn man halt einmal weiß, okay, ich muss anschließend mich noch als die Hochbahn als Kontakt hinzufügen, einfach über unsere hochbahn.de/WhatsApp-Seite. Bitte nicht diese Nummer einspeichern, die jetzt hier kommt, weil sonst haben wir wieder das Problem mit der Nummerüberfüllung. Dann kommt halt eine kurze Nachricht und die Nummer wird einmal angezeigt und dann kann man, wenn man es auf dem Handy abruft, auch die Nummer direkt anklicken, einmal eine Startnachricht schreiben, dann schreiben wir halt einmal kurz zurück und das war's dann auch schon. Also wenn man die Startnachricht bekommt, dann noch einmal uns als Kontakt einspeichern und dann hat man das eigentlich auch geschafft. Genau, und jetzt können wir, glaube ich, auch schon, hier sind nochmal unsere Kontaktdaten, und dann können wir, glaube ich, auch schon zu Fragen kommen. Wolltest du mit dem Mikro für Fragen rumgehen? Wollen wir es jetzt machen? Ach so, ja, wie ihr mögt. Ja. Wenn Fragen da sind, habt ihr jetzt die Chance. Die zwei Ladies warten auf euch, Anna. Hallo, ich wollte mal fragen, was ihr für eine Software benutzt. Für welchen Dienstleister wir uns entschieden haben? Oder Dienstleister oder wie auch immer. Also ihr werdet ja dann nicht ein Handy haben und das da eintippen. Nee, wir haben uns, das sagen wir, ne? Wir haben uns für What's Broadcast entschieden, sieht man glaube ich auch. Also es gibt eigentlich nur zwei, drei große und da haben wir uns für die entschieden. Fragen? Da hinten, oh jetzt muss ich aber, jetzt ist ja schon mal ein Sportprogramm hier, ne? Hi, was ist denn nochmal der Unterschied zwischen den Echtzeitdaten, die Sie erwähnt haben, und diesem WhatsApp-Ticker? Den Echt, ja. Genau, also die Echtzeitdaten sind ja ständig verfügbar. Das heißt, du kannst in deiner HVV-App, kannst du ja ständig die Fahrzeuge sozusagen verfolgen. Unsere Busse sind ausgestattet mit einem Ortungsmoment, sozusagen mit einem Ortungsmodul, genauso wie unsere Fahrzeuge eben auch über das, was ich vorhin sagte, die haben Fahrplandaten hinterlegt im System, haben bestimmte Kontrollpunkte sozusagen und daraus ergeben sich Echtzeitdaten. Diese Echtzeitdaten finde ich in der App, das heißt natürlich sehe ich dort jederzeit, wie viel Verspätung ein Fahrzeug hat. Allerdings das alles auszuspielen, weil so eine halbe Minute oder Minute Verspätung kommt halt relativ schnell zusammen. Wenn wir im Berufsverkehr mit den U-Bahnen unterwegs sind, allein durch Einstieg, Ausstieg, in den Bussen braucht bloß mal ein Falschparker irgendwo stehen, die unsere Busfahrer natürlich heiß und innig lieben, da ist man relativ schnell einfach bei kleinen minutiösen Veränderungen. Die willst du aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht per WhatsApp bekommen. Das heißt, man könnte jetzt im nächsten Schritt sagen, ja, ist doch easy, dann bau doch einfach irgendwie ein Kriterium ein und sag, ab 10 Minuten Verspätung kriegst du eine WhatsApp. So einfach ist es aber tatsächlich nicht, weil es immer ein Stück weit eine Ermessensentscheidung ist, an welcher Stelle wir unseren Fahrgast informieren. Das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Eine 10-minütige Verspätung mag doof sein, wenn sie sich aber darin manifestiert, dass wir ein Fahrzeug, eine U-Bahn beispielsweise, aus dem Betrieb rausnehmen, weil sie einen Schaden hatte, langsamer fährt und wir sagen, nehmen wir raus, dann merkt das der erste und zweite Fahrgast, der vielleicht in dieser U-Bahn drinne gesessen hat oder der auf diese gewartet hat, aber die danach merken es schon wieder nicht mehr. Das heißt, bei der Störungsinformation ist es die große Herausforderung, sich immer zu überlegen, wen erreiche ich jetzt gerade auf diesem Kanal und was bringt dem diese Info? Also wir unterscheiden quasi zwischen einer betrieblichen Information und einer Information, die ein Fahrgast wirklich weiterbringt. Und daher dafür diese Kriterien ausfindig zu machen und zu hinterlegen in einem System, ist tatsächlich die große Challenge, sage ich mal, inhaltlich. Ja. Ihr hattet gesagt, dass es manchmal das Problem gibt, dass Kunden keine Nachrichten mehr bekommen. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, wenn Kunden oder wer dann die Nachrichten nicht mehr bekommt? Und wie geht ihr damit um, dass sie dann trotzdem vielleicht wieder mit dem Service verbunden werden? Ja, also wenn man keine Nachrichten mehr bekommt, dann erfahren wir das in der Regel, weil dann eben Nummern gesperrt worden sind oder weil wir sehen, dass es auf einer Nummer
Pro Nummer werden immer 1000 Nutzer zugeordnet. Also 1000 Mal könnt ihr euch für die gleiche Nummer, also 1000 Leute können sich für die gleiche Nummer anmelden. Und wir sehen es dann, wenn eben, keine Ahnung, 1200 da drauf sind. Und dann kriegen in der Regel die Leute eine Benachrichtigung von uns per SMS, dass wir die einmal anschreiben, dass sie sich bitte einmal neu registrieren, und so haben sie dann auch die Chance, wieder benachrichtigt zu werden. Ganz oft liegt es aber tatsächlich daran, das merken wir, wenn uns Leute anrufen oder wenn wir bei Facebook oder Twitter Nachfragen bekommen, dass eben wir nicht als Kontakt eingespeichert worden sind. Hier vorne waren auf jeden Fall noch Fragen. Ja, ich erinnere mich noch gut, als es überhaupt keine Infos gab. Von daher finde ich das großartig, diese Störungsinfos und auch die Vielfalt der Kanäle. Aber es ist ja doch immer nur Hochbahninfos. Gibt es Bestrebungen oder schon Bemühungen, auch den gesamten HVV da einzubinden? Ihr seid ja nun mal der größte Anbieter und müsstet ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen Druck da ausüben können. Das lasse ich jetzt mal so unkommentiert, aber es ist natürlich so, dass uns auch klar ist, dass es wahrscheinlich wenig Fahrgäste gibt, die in Hamburg unterwegs sind und nur die Verkehrsmittel der Hochbahn nutzen. Natürlich wahrscheinlich am liebsten, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir diese Bestrebungen haben, ganz klar. Wir tauschen uns im HVV aus, das heißt, wir sehen ja auch die Chance oder wir möchten auch die Chance perspektivisch nutzen, dass solche Services wie WhatsApp und Co. eben auch HVV-weit ausgerollt werden. Dazu müssen wir uns aber ein bisschen rantasten, denn es gibt ja schon eine gemeinsame Störungsinformation, wie gesagt, auf der HVV-App beziehungsweise auf den Informationen, die man auch auf der HVV.de-Seite bekommt, Geofox-Daten und so weiter. Dort laufen ja schon die Informationen aller Verkehrsunternehmen zusammen. Jetzt muss man aber wissen, dass es eben mehr als 3 oder 4 Verkehrsunternehmen im Großraum Hamburg gibt und natürlich die auch unterschiedlich besetzt sind und unterschiedliche Informations- und Meldeketten haben. Das heißt, die Herausforderung ist dort eben zu gucken, dass wir diese verschiedenen Meldeketten einfach so ein bisschen übereinander kriegen, sicherstellen können, dass ähnliche oder die gleichwertigen Infos überall ankommen und dann eben auch zu gucken, über welche Kanäle sie mit welchen Kriterien gefüttert werden. Das heißt, die Bestrebung gibt es klar. Es ist aber einfach, das ist immer das, was man in Hamburg, was auch so ein bisschen die Schwierigkeit ist an dem Thema Tarif allgemein. Ne? Wir haben einfach ein historisch gewachsenes System. Das heißt, der HVV umfasst einfach so viele und verschiedene Unternehmen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten hinzugestoßen sind, dass sich einfach bestimmte Systeme dort langsam entwickelt haben. Und da klingt es immer einfach zu sagen, jetzt schmeißt doch den ganzen Kram einfach um und macht neu. Da ist ein faires System sowohl in den Meldeketten als auch im Tarifsystem gar nicht so ganz einfach herzustellen. Und in der Störungskommunikation gibt es, wie gesagt, momentan als einheitliches Tool eben die HVV-App. Perspektivisch ist es so, dass wir uns dort enger vernetzen wollen, auch mit der S-Bahn natürlich, um sicherzustellen, dass beispielsweise auch Durchsagen, die ich am Jungfernstieg bekomme, wenn ich dort eine Info bekomme, dass die U1 nicht fährt, dann wäre es natürlich das cool, auch auf dem S-Bahn-Bahnsteig zu hören, ganz klar. Also das ist uns wohl bewusst und da sind wir wohl dran. Hier ist noch eine Frage. Was genau sind die Probleme, die WhatsApp Business mit einer hohen Abonnentenzahl hat? Also wir stehen da gerade vor einem ähnlichen Problem, deswegen frage ich. Ah, ja, also WhatsApp Business ist ja tatsächlich ohne Backend. Ne? Also du kannst da quasi schreiben, als wenn du deinen Freunden schreibst, als wenn es privat ist. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, ziemlich gut für irgendwie Startups, kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn du das machen kannst, dann kannst du dir ja ganz normal da die Broadcast-Listen anlegen und darüber schreiben. Aber wenn es darüber hinausgehen soll, dann funktioniert es darüber nicht. Ja. Ich habe noch mal eine Frage. Ihr habt ja gesagt, ihr macht es nur One-Way. Wir arbeiten auch mit What's Broadcast und haben dasselbe Problem mit dem Kontakt einspeichern. Aber wir lesen auch jede Nachricht und antworten auch immer. Also lest ihr trotzdem mit? Und merkt dadurch auch, wenn jemand keine Nachricht von euch bekommt? Oder wie kriegt ihr das dann mit, dass die Leute euch nicht abgespeichert haben? Wir lesen nicht mit. Dass die Leute uns nicht abgespeichert haben, kriegen wir darüber mit, dass wir halt Anrufe bekommen oder dass uns jemand schreibt oder dass wir E-Mails bekommen, dass irgendwas nicht funktioniert. Und so. Also über sämtliche Kanäle kriegen wir dann Beschwerden, dass es nicht funktioniert und
ich sag mal, in, keine Ahnung, 97% der Fälle liegt es daran, dass wir nicht als Kontakt eingespeichert worden sind. Also hier vorne war auf jeden Fall die ganze Zeit auch noch eine Frage. Ich gebe mal weg. Ich habe noch eine Frage zum Thema Datenschutz. Habt ihr euch da nochmal irgendwie extra abgesichert oder wie seid ihr damit umgegangen? Ja, also ich bin kein Jurist, aber dafür haben wir tatsächlich Spezialisten im Haus und die haben sich da relativ intensiv und viel mit befasst. Und also wenn du da im Detail irgendwie einen Kontakt brauchst, dann schreib uns sonst einfach, ich kann unsere Kontaktdaten nochmal einblenden. Dann können wir da den Kontakt herstellen, aber da kann ich im Detail, würde sich sämtliche Nackenhaare zu Berge stehen, wenn ich da was zu sagen würde. Da weiter hinten ist noch ein. Ich kann nicht mal durchnavigieren. Wenn du gerade gesagt hast, da ganz vorne wartet jemand. Aber hier hinten nochmal. Ah, du hast ja mehrere Fragen heute. Ja, wir nutzen auch einen WhatsApp-Service. Wir nutzen Vapudo. Und wir müssen nicht die Kunden dazu motivieren, dass sie uns als Kontakt abspeichern. Mich würde noch mal interessieren, warum habt ihr euch für den bestimmten Dienstleister dieses What's Broadcast entschieden? Was waren da noch Gründe dafür? Wir haben uns dafür entschieden, weil wir fanden, dass wir da einen sehr guten Kontakt zu denen von Anfang an hatten und wir haben uns vor allem dafür entschieden, wegen dieser Spam-Verdachtsgeschichte, weil wir eben so wahnsinnig viele Nachrichten gleichzeitig rausschicken müssen. Aber wie gesagt, ne, da sind alle Anbieter haben so ihre Vor- und Nachteile. Genau wie du sagst, ne, da ist das bequemer. Auf der anderen Seite ist bei What's Broadcast was anderes bequemer, bei Vapudo wieder was anderes. Also, ja. So. Noch weitere Fragen? Alle durch? Wir haben noch so 3-4 Minuten. Nö? Alle Fragen geklärt. Ah, oh, doch noch einen. mich würde mal interessieren, ob ihr seitdem die Beta-Version online ist, merkt auf anderen Kanälen, dass ihr da weniger negatives Feedback bekommt oder so, ob das so ein bisschen was abfängt. Also wir kriegen, ja, also Menschen hören ja seltener auf, sich zu beschweren, als dass sie... Wie komme ich jetzt raus aus der Nummer? Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Lob für WhatsApp bekommen. So, und wir können jetzt nicht feststellen, dass wir signifikant weniger Beschwerden jetzt auf Facebook oder Twitter bekommen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich gucke mal meine Community Managerin an, ob die Beschwerden runtergegangen sind. Nicht wirklich. Aber was wir natürlich merken ist, da ist es wahrscheinlich auch relativ schwer, das ausfindig zu machen, ob es jetzt an WhatsApp liegt, weil unsere Community ja trotzdem weiter wächst. Das heißt, da jetzt einen Zusammenhang herzustellen, ist wahrscheinlich insgesamt relativ schwierig, weil wir auch immer wieder neue Fans und neue Follower haben. Aber wir sehen jetzt in Summe zumindest, dass der WhatsApp-Service extrem gut angenommen wurde. Also es gab viele Rückfragen hinsichtlich, ach super, kann ich das für alle U-Bahn-Linien machen? Gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das mit einer Nummer für alle und so weiter? Also wir haben einfach gemerkt, dass die Akzeptanz dafür sehr hoch ist und das für offensichtlich, das haben wir insbesondere auch im ersten Schwung der Anmeldung gemerkt, eine hohe Relevanz hat. Also das heißt, Push und Individualisierung sind offensichtlich einfach die Themen, auf denen wir weiter rumdenken müssen. Also auch mit Blick auf die App beispielsweise. Noch Fragen? Irgendjemand noch eine Frage? Dann war es das auch schon. Vielen, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag, Constanze und Nina. Danke, dass ihr bei uns wart. Hier geht es jetzt gleich weiter mit einem anderen Thema. Der Ex-Nationalspieler Marcel Janssen kommt gleich und stellt ein sehr interessantes Thema vor. Darum sind Gruppen das neue Ding im Social Media. Sonst habt erstmal noch einen schönen Tag oder bleibt hier. Und vielen Dank. Tschüss.